ausgeschaltet! Ausgeschaltet! Die Wand zu den Trucks! Wir haben das Schiff verbrochen. Wir haben das Schiff verbrochen. Reicht!
Sind Sie's? Warten Sie. Hier drüben. Riggs? Wo sind Sie? Ich sehe nicht. Oh, Scheiße. Moment. Ich hol Sie da raus. Lassen Sie's. Hat keinen Sinn. Das Wasser ist weg. Das ist das Wichtigste. Scheiße. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Er hatte recht mit Ihnen. Sehen Sie, wenn die Leute spitz kriegen, was er gemacht hat, erklären uns alle hier den Krieg. Und den verlieren wir. So wird's die Welt nie erfahren. Sie sind verrückt. Komisch. Das hat Gold auch gesagt. Was ich getan habe, war nicht schön. Aber richtig. Außerdem, ich komme ja selbst nicht mehr hier raus. Ich will nicht verbrennen. Los, Walker, tun Sie's, bitte! Was stehen Sie da rum? Los doch! Ja, ich bin hier. Gott sei Dank. Die 33. ist gekommen, bevor wir euch gefunden haben. Wir mussten weg. Ich dachte schon, ihr seid tot. Ich hatte Glück. Und Briggs? Tot. Gut. Nein, nicht gut. Er hat uns angeschissen. Alle zusammen. Seinetwegen stirbt bald ganz Dubai. Die Stadt muss evakuiert werden. Schnell. Ja, bin gespannt, wie du das anstellen willst. Lugo? Verdammt. Warte, Lugo, ich bin unterwegs. Ich sorg dafür, dass ihr es erfährt. Fick dich ins Knie. Wow, wow, wow. Bitte keine Kraftausdrücke, Kumpel. Das ist hier schließlich ein Familienprogramm. Eine Sondersendung für Verdurstende. Lieutenant, die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo. Hör nicht auf ihn!
Sag der Schnauze! Walker, falls du das hörst, sie haben Lugo. Die 33. nagelt mich fest. Ich komme nicht durch zu ihm. Ich brauche dich hier. Hören Sie mich, Lieutenant. Ich mache keine Witze. Ergeben Sie sich oder Sergeant Lugo stirbt. Komm schon, Walker. Wo steckst du, verdammt? Feind erledigt. Nichts zu danken und jetzt geht's weiter. Bekommt Verstärkung. Ziele überprüfen. Da ist einer ungedeckt. Verdammt, bin unter schwerem Beschuss. Hier auch alles klar. Achtung, Männer der 33. Delta Force Actionfiguren heute im Angebot. Delta Force preisgünstig zu haben in der Mall. Da kommen noch mehr. Wir müssen was gegen diesen Kerl unternehmen. Jetzt müssen wir aus der Mall raus. Seht ihr durch meinen Weg? Hier geht's nicht. Vielleicht weiter unten. Okay, schalte diese Wichser aus. Kann nicht vorrücken. Zu gefährlich. Gegner erledigt! Wieder einer weniger! Dann mal los! Sind unterwegs! Such deine Deckung! Gegner! Rechte Seite! Walker, ich brauche Hilfe! Weitere Gegner markieren! Ich habe eine Frage an. Was sind die 8 furchterregendsten Wörter in der arabischen Welt? Hier wird Delta Force. Sie werden euch retten. Ich liebe diesen Witz. Was? Ist das nicht lustig? Nein? Nein? Alles klar! Leck mich! Du arbeitest schließlich für einen scheiß Kriegsverbrecher! Nein, leck du mich, Mann! Ihr habt doch keine Ahnung, was der Mann tun musste. Und ich meine, was er tun musste! Er hatte eine Wahl, wie jeder andere auch! Ihr braucht gerade reden. Wisst ihr noch am Gate? Hä? Hä? Was riecht denn hier so? Ich glaube, da ist was verbrannt, Schatz. Wenn ich dich erwische, bist du ein toter Mann, verdammt! Versuch's ruhig, mein Sonnenschein. Los, los, los! Sie kommen durch die Dachluke! Scheiße! Thank you.
Scheiße, gib mir Deckung! Achtung, Schrotflinte! Schalt sie aus! Tango erledigt! Warte! Ich geb dir Deckung! Einer weniger! Verdursten hier alle. Ich denke, mit seinem Sender könnten wir das bekannt machen. Wir müssen nur herausfinden, von wo er sendet. Und bleib liegen, verdammt! So, alles klar. Die Ruhe, Marty.
Ich würde auf meiner Position bleiben. Sonst wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich meine, das willst du doch nicht. Lass die anderen wissen, wo du bist! Hättest du nicht mehr erledigt, was? Das wird immer heißer! Adams. Okay, ich stelle ihn auf die Füße. Danke, Mann. Ich glaube, das waren alle. Kein Problem. Da kommen noch mehr. Verflucht! Wann hört das endlich auf? Och, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Ist ungedeckt! Scheiße! Wir werden hier überrannt, Volker. Wie wär's mit dem Plan, verdammt? Ihr müsst in die oberste Etage! Seite! Schon unterwegs! Hilf uns!
Wartet! Da kommen noch mehr! Verflucht! Wann hört das endlich auf? Oh, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Achtet auf die Schrotflinte! Lade nach! Bewegt sich! Vorsicht!
Ihr könnt! Ich rutsch rüber! Ich auch! Zurück! Geh aus dem Weg! Walker, mach! Bist du okay? Ja, ja. Nur keine Sorge. Was ist mit euch? Ja. Gut. Hört ihr das? Kam von hinter der Tür. Halt. Los! Los, die Waffe weg! Wird's bald! Okay, los! Okay. Nicht schießen! Ich ergebe mich! Was ist hier los? Da will einer nicht mehr Soldat spielen. Wie ist Ihr Name? Staff Sergeant Josh Forbes. Dienstnummer 658. Sie sind kein Kriegsgefangener. Was mich betrifft, noch nicht mal Soldat. Sie können nicht... Ich kann machen, was ich will. Also, das Arschloch im Radio. Von wo sendet dieser Mann? Vergesst es. Der wird beschützt. Den kriegt ihr nie. Unser Problem, nicht ihres. Von da, oben in Trans Emirates Building. Lugo, wenn wir es dahin schaffen, kannst du den Sender bedienen? Eine Massenevakuierung? Sofort. Wird nichts zu evakuieren geben. Wie bitte? Denken Sie nach, Captain. Wir sind hier in der Wüste. Was glauben Sie, wie lange die Leute ohne Wasser überleben? Mein Gott! Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten. Denkt immer daran. Machen wir, wenn er uns mal wieder killen will. Dabei geht die Zeit aus, Gentlemen. Los geht's. Der kümmert sich um den DJ. Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger. Wir klauen ihm sein Mikro. Drei wie wir gegen einen Fettarsch mit dem iPod. Das macht mir keine Angst. Man muss mit allem rechnen, Adams. Anpassen und gewinnen, Mann. Hey, alles was nötig ist. Wohin jetzt, Lugo? Nach Norden, über die Dächer. Dürfte der direkte Weg sein. Klingt gut. Langsam, da kommt ein Heli. Glaub nicht, dass der uns sucht. Ja, wär mal was Neues. Wo will der hin? Zum Funkturm höchstwahrscheinlich. Verstärkung. Toll. Das hat uns noch gefehlt. Hey, sei doch dankbar, so bleibst du in der Übung.
Scharfschütze. Ziemlich nah dem Sound nach. Seid vorsichtig. Was gibt's? Und wieder Unruhen. Die scheiß Zivilisten drehen durch. Genau wie beim allerersten Sturm. Alles für die Katz. Aber sag, wir bauen alles wieder auf. Wozu denn? Wird ja keiner mehr übrig sein. Mann, bist du scheiße drauf heute. Brauch eine Zigarette. Hat Crosby heute Dienst? Ja, schiebt Wachdienst auf 2. Sag dem Arsch, ich will sofort meine Flocken haben. Von Shepherds. Denkst du dich beruhigt? Kein Thema. Die haben uns noch nicht entdeckt. Schalldämpfer? Ziehen wir es uns an. Los, komm mit, Lugo. Verdammt! Jetzt wissen Sie Bescheid! Ja, klingt, als käme ich besuchen. Ihr müsst entschuldigen. Feind ist gefallen! Als wäre ein Sturm hier durchgefegt. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Meinst du, ich hab Angst vor euch? Ich lade nach! Ich sag dir was, Kumpel. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Soldaten auf der Seilrutsche! Den Flur runter! Los! Ungedeckter Feind! Schlägt den Trommel auf! Feind bewegt sich! Kill bestätigt! Ausgeschaltet! Unterwegs!
Das ist ein Fehler, Walker. Sie kriegen diese Menschen nie durch die Sturmwand. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Reißen Sie alle ins Verderben. Scheiße! Walker! Was machst du? Adams? Was kannst du nicht machen? Stopp! Hör auf, verdammt! Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen Sie alle ins Verderben. Scheiße! Walker! Was machst du? Walker! Nicht! Oh Gott! Was hast du getan, Walker? Ich hab nicht aufgepasst. Hey, kann passieren. Na komm. Okay, Colonel. Für Sie, John. Oh, ja, Sir. John. Sollen wir? Sie nehmen das aber nicht auf, oder? Was? Nein. Nein, natürlich nicht. Gut, ich will nicht. Die Menschen sollen meine Worte hören, nicht meine Stimme. Verstehe ich vollkommen. Ja, das glaube ich. Sie waren ein Freund diese letzten Monate. Es war hilfreich, wen zu haben, der einfach zuhört. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir. Was tun Sie da? Oh, tut mir leid. Der Stift geht nicht. Ich brauche einen anderen. Also, ich höre ja, was ihr treibt. Und da muss ich mich schon fragen, wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Mit einer Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus gern. Okay, Colonel. Für Sie, John. Oh, ja. Kaugummi verschluckt. Dreck. Unser Hochhaus. Viele Gegner da auf dem Dach. Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Such dir einen aus, Captain. Ich nehme den anderen. Hab das, Ryan! Da bewegt mehrere Scharfschützen in Sicht. Bei der Tanzfläche! Gegen Kleider ab! MG, rechts! Bitte mal! Einer weniger! Noch mehr RPG und wir sind am Arsch! Schaltet sie aus! Wir haben Bewegung fort! RPG bei der Tanzfläche! Arsch! Hier gibt's nicht viel Deckung! Ah! Ah!
bleibt. Ich kann den halten. Achtung, sie bewegen sich! Scheiße! Feind ausgeschaltet! Feind ist gefallen! Haltet sie mir kurz vom Leib! Feind erledigt! Frau und Kinder! Durchatmen! Denkt denn niemand an die Kinder! Macht aber alles wieder sauber, ja? Ich hab erledigt. Dann lass ich euch durchgehen. Er war mir ohnehin unheimlich. Oh Mann, woher kommt nur all die Gewalt, Leute? Liegt's an den Videospielen? Jede Wette, die sind schuld.
Die Zeit drängt, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Dein Auftritt, Lugo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Unser Lieblings-DJ war ein gewisser Robert Darden. Schrieb jahrelang für die Rolling Stone, er war Spezialist für flockige Promi-Stories. Er drehte wohl zu der Zeit durch, als wir hier ankamen. Aber liest man seine Notizen, hat er es vorher mit richtig seriösem Journalismus versucht. Er schrieb über die Evakuierung, Vertuschung, menschliche Tragödien. Vielleicht war er durch den Durchgang mit Soldaten vernünftig geworden. Wer weiß. Aber es ist ein Jammer, dass dieser Darden seine Deadline verpassen wird. Der Preis unserer Mission steigt und steigt. Ist doch nicht echt. Ich meine... Die Uhr läuft, Lugo. Bin dabei. Ist ein Spezialteil. Kann ein Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenech. Wir hören das hier andauernd. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmwand abprallt. Ah, steht so im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oder bis zur Sturmwand. Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow. Das ging leichter als erwartet. Danke. Bleib mir vom Leib, verdammt. Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheiß naiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. am Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich. Ich hab's getan. Schluss jetzt. Wir klären das später. An alle, die mich hören. Ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht? Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen und Kinder tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr Blutzoll ist hoch genug. Leben Sie wohl. Evakuierung. Und jetzt? Verdammt, wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus. Los! Ihr zwei geht, ich gebe euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt, haut ab! Er hat recht. Los, komm! Lugo, sobald wir beim Heli sind, rennst du los! Keine Panik wegen mir. Macht euch los! Los geht's! Hab ein! Getötet!
Die warten schon auf euch! Mit dem Durchgang! Diese Solo-Typen meinst du dann ernst! Aufpassen! Gegner erledigt! Lade nach! Adams. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon! Lugo, schwing deinen Arsch her! Bin unterwegs! Gib mir Deckung! Bekommen Sie! Bin unterwegs! Nicht auf mich zielen, ja?
Sir! Shit! Was ist? Wir kriegen Besuch! Moment! Hier stimmt was nicht! Es ist doch ein Klacks! Mach die Wichser einfach fertig! Geht Menschen im Stich lassen.